Auch bei diesem Spiel übrigens ein Zuschlag. Der teuerste Platz kostet 5 Pfund, etwa 25 Mark, aber der billigste ist immer noch für 5 Mark zu haben. Das entspricht etwa auch den Möglichkeiten, denn hier in Liverpool ist England prozentual höchste Arbeitslosigkeit mit mehr als 15% beschäftigungsloser Menschen. Und da muss man natürlich ein bisschen aufs Geld schauen. Angeführt von Schiedsrichter Wojciech Christoph aus der Tschechoslowakei, der auch schon Kaiserslautern Anderlecht und, wenn ich mich recht erinnere, Malta, Bundesrepublik Deutschland gepfiffen hat, betreten die Teams den Platz. Liverpool ganz in Rot, The Red, und die Bayern aus München ganz in Weiß. Ich weiß nicht, ob wir die versprochenen Mannschaftsaufstellungen noch eingeblendet bekommen. Bei Liverpool jedenfalls hat es eine gravierende Änderung gegeben. Einer der besten Mittelfeldspieler, Graeme Souness, ist so verletzt, so angeschlagen, dass er nicht eingesetzt werden kann. Das hat sich heute beim Abschlusstraining herausgestellt. Seine Position übernimmt Jimmy Case mit der Nummer 11 im Mittelfeld. Der Mann, dem man den härtesten Schuss in der englischen Division nachsagt. Mit der Nummer 5 Ray Kennedy, auch er war verletzt. Einer der erfahrensten Leute, 59 Europacup-Spiele hat er bereits für Liverpool bestritten. Und Bob Paisley, der Manager Liverpools, war natürlich froh, dass er ihn wenigstens hat einsetzen können. Bei den Bayern keine Änderungen gegenüber der Aufstellung vom letzten Samstag. Das heißt also, Junghans spielt im Tor für den verletzten Müller. Über den Ersatztorwart Ludwig Griefellner sage ich Ihnen bei entsprechender Gelegenheit noch etwas. Ansonsten die Bayern, ich sage es Ihnen halt rasch, mit Remmler, Horstmann, Weiner, Augenthaler in der Abwehr, mit Kraus, Dürrenberger, Breitner, Hoeneß in der Abwehr. Und hier haben wir die Aufstellung der Engländer: Clemens, Neil Thompson, Hansen, Alan Kennedy, Case, McDermott, Lee, Ray Kennedy und die gefährlichen Spitzen Dalglish und Rush. Um die Bayern noch zu vervollständigen, weiter im Mittelfeld dann noch Niedermeyer, in den Spitzen Dieter Hoeneß und Rummenigge. Alles freigegeben und die Bayern erwarten von der ersten Minute an den gewohnten heftigen Ansturm des FC Liverpool, solange der auf eigenem Platz spielt. Die Devise der Münchner allerdings lautet nicht hinten reinstellen und auf ein 0:0 spielen, denn man ist sicher, dass das wenig bringen würde. Man hat nicht mehr die Mannschaft, der das vor 10 Jahren hier einmal im Pokal der Pokalsieger gelungen ist, in einer wahren Abwehrschlacht ein 0:0 zu halten. Heute will man versuchen, mitzuspielen, den Ball zu kontrollieren und gelegentliche Konter anzusetzen, wie hier der Versuch über Paul Breitner. Niedermeyer. Raus. Und Weiner, der die Libero-Position bei den Bayern wieder übernommen hat, tut das in diesem Falle einzig Richtige. Es geht also los, wie befürchtet. Liverpool mit großem Druck, mit früher Attacke im Mittelfeld, um jeden Spielaufbau zu vermeiden bei den Bayern und vermutlich mit vielen langen Pässen in den Strafraum. Mit der Nummer 2, der rechte Außenverteidiger Phil Neal, 30 Jahre alt, 30 Länderspiele bestritten für England. Ein erfahrener Kämpfer, ein Haudegen, aber technisch sagt man nicht so perfekt, dass man ihn nicht auch gelegentlich überspielen könne. Und da hat zum ersten Mal die Abseitsfalle des FC Liverpool geklappt. Vielleicht sehen Sie das einmal in einer Einstellung. Die Abwehrkette, die letzten 4 stehen fast auf einer Höhe. Und da muss man gelegentlich mal allein gehen, statt einen Steilpass zu schlagen. Und Liverpool kommt. Walter Junghans ist zum ersten Mal geprüft, der bei Eckstößen und Freistößen in Strafraumnähe fast immer mit nach vorne geht. Dalglish und Glanztat von
Entwicklung hat. Aber das ist gut, dass ihm das gelungen ist, diesen fantastischen Schuss zu halten. Schauen Sie sich das an. Blitzschnell gestört im Mittelfeld und dann Dogli. Schießt sofort. Und Junghans pariert glänzend. Wieder kurz gespielt. Alan Kennedy. Rummenigge, das sieht man auch selten. Ganz weit hinten. Kennedy sehr schön gemacht. Und Junghans. Keine Ecke, er hat den Ball vor der Linie abgefangen. Und so marschieren sie auch mit nach vorne. Und immer wieder über den linken Flügel, über Alan Kennedy. Foul, schon gepfiffen. Klares Foul von Sammy Lee. Ein kleiner, quirliger Mann gegen Paul Breitner. Sammy Lee, Case Lee, die Mittelfeldspieler. Und Ian Rush beim ersten Schussversuch ziemlich kläglich gescheitert. Aber Sie sehen schon den Stilwandel des FC Liverpool, der nicht mehr die Kopfballgrößen früherer Jahre im Sturmzentrum hat. Man versucht, relativ klein-klein zu kombinieren. Sehr genau nimmt es Schiedsrichter Wojtek Christoph aus der Tschechoslowakei. Sicherlich richtig, in einem Spiel von dieser Bedeutung am Anfang für klare Verhältnisse zu sorgen. Bremler sehr gut erkannt, Breitner. Aber Paul Breitner hat bis jetzt entweder Pech oder wird zu eng gedeckt. Freistoß nach diesem Drücken von Bremler. Dauglish. Ray Kennedy. Namensvetter Allen. Da ist auch der lange Hansen mit vorn. Und Terry McDermott. Wieder Liverpools Aufbauspiel, ziemlich schematisch. Bis jetzt noch ohne die überraschenden Spielzüge. Junghans, sehr schön. Kraus, Rummenigge, schade, nochmal Kraus. Aber Sie sehen, sofort sind zwei, drei der Roten bei dem jeweils ballannehmenden, ballführenden, kann man ja noch gar nicht sagen, Spieler des FC Bayern. Phil Thompson, der Kapitän. Und die zweite ganz große Tat von Junghans, der natürlich bei diesem Gewaltschuss auch eine Menge Glück hat. Breitner gefault beim Versuch des Konters. Hier kommt die Wiederholung der Szene von eben. Sehr schön gemacht. Die Kopfballvorlage, der Direktschuss und Junghans Abwehrparade. Gefährlichen Schuss von Ray Kennedy hat beinahe abgeblockt. Der dritte Eckstoß für Liverpool, gespielt 25 Minuten, 0:0 der Stand. Ziemlich gefährlich dieser Rückhaltschuss von Alan Kennedy. Bemerkenswert die Fairness des Publikums hier, das zum zweiten Mal eine gute Aktion der Bayern-Spieler beklatscht. Und
Rummenigge, und das ist die Möglichkeit. Clemens draußen und gerettet von Alan Hansen im letzten Moment. Aber man hat den Eindruck, die Münchner beginnen mitzuspielen. Und Breitners Spiel wird sicherer, seine Pässe präziser. Zweiter Eckstoß also nach einer halben Stunde für den FC Bayern. Spielstand 0:0 Nürnberger. Nürnberger Kraus, sehr schöner Einsatz. Hoeneß müsste schießen, ja. Oh, und Clemens im Glück, zum zweiten Mal an diesem Abend. Er ist ja nicht unumstritten, vor allen Dingen im Tor der englischen Nationalmannschaft. Da hält man Schilten für den wesentlich besseren Mann. Problem für Junghans, dieser Schuss von Dörglisch. Von sieben Ecken, erstaunlicherweise, hat Liverpool bis jetzt sechs Kurzen ausgeführt. Ganz rechts bietet sich Dremler freistehend an. Kaufmann. Raus. Sehr schön gemacht. Rummenigge. Oh. Da hat Rummenigge was abbekommen. Die Möglichkeit für Niedermeyer und der Post. Klasse rettet. Oh, haben sie da Glück gehabt, die Reds aus Liverpool. Noch läuft der Konter der Platzherren. Irgendwann werden wir vielleicht noch eine Wiederholung dieser Szene bekommen. Dremler. Hoeneß. Rummenigge und Clemens. Ja, das waren jetzt zwei ganz große Gelegenheiten für die Münchner, hier in Führung zu gehen. Einmal rettet die Latte und hier bei diesem gefühlvollen Heber von Rummenigge, Ray Clemens. Gegen Hansen. Schön gemacht. Niedermeyer aufgelegt. Und die zweite, die dritte große Möglichkeit. Diesmal für Paul Breitner. Das Selbstbewusstsein der Bayern wächst erkennbar von Minute zu Minute. Ihre Abwehr spielt sicher und aggressiv. Hat den Gegner meistens unter Kontrolle. Und die Münchner haben sich inzwischen drei ganz gute Chancen herausgespielt. Das Rezept geht also bis jetzt auf. Selbst mitspielen, sich nicht nur in die Abwehr drängen lassen. Ray Kennedy. Reiner. Lee. Noch 3 Minuten bis zur Pause. Und die Möglichkeit. Dörglisch. Gebremst von Weiner. Noch eine. Und die sicherlich größte Tormöglichkeit für Liverpool. Letztlich bereinigt von Klaus Augenthaler. Während hier noch die Wiederholung läuft, ist der Ball schon wieder im Spiel.
und hinter das Tor geflankt. Mit Verständnis, die Bayern-Spitzen orientierten sich zur Mittellinie hin. Halbzeitpfiff vom Schiedsrichter Wojciech Christoph. Sicherlich kein großes, aber ein spannendes und mit etlichen Torszenen garniertes Spiel. 0:0 bei inzwischen wieder strömendem Regen hier in Liverpool zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München nach 45 Minuten. Wir melden uns dann mit Beginn der zweiten Halbzeit wieder fürs Erste zurück nach Deutschland. Und es steht zu erwarten, dass Liverpool ähnlich rasant startet wie zu Beginn dieses Spiels. Dass die Mannschaft versuchen wird, hier haben sie Steve Highway, dass die Mannschaft versuchen wird, die Bayern, wenn wir das richtig beobachten, haben übrigens die Trikots in der Kabine gewechselt, haben sich also trockene angezogen. Anschluss zur zweiten Halbzeit, 55 Minuten noch. Und wenn die Bayern sie so überstehen wie die ersten, dann sollten sie die große Hürde auf dem Weg ins Finale des Europacups dieser Saison genommen haben. Jetzt auch noch am rechten Bein verletzt, humpelt, bewegt sich nur ganz schwerfällig. Rummenigge. Hier. Pace. Dann wandert der Ball wieder hinüber auf die linke Seite. Alan Kennedy. Ryan Rush, Dorgle lauert in der Mitte. Schön gespielt. Dorgle, noch immer Dorgle, Reiner dazwischen. Zum dritten Mal Hanne Weiner mit einer großartigen Aktion. Drei große Chancen des FC Liverpool hat er schon zunichte gemacht. Wieder einmal Verteidiger Alan Kennedy. Noch einmal Highway, der ganz stur seinen Außenposten hält. Breiter, überall zu finden. Rummenigge. Hoeneß, Rummenigge, ein bisschen zu steil. Und niemand achtet auf Bernd Sürnberger, der immer wieder, was Sie nicht sehen können, auf der linken Seite völlig frei mitläuft. Ray Kennedy, Rush, noch einmal. Ray Kennedy, der Mittelfeldspieler, der diese Chance vergeben hat. Alan Kennedy, das ist fast jede Ballstaffette, ehe es nach vorne geht. Ray Kennedy, Hayway,
Ja, der kann dribbeln. Für Dremmler sicher eine schwierige Aufgabe, sich jetzt umzustellen, aber bis jetzt hat er es geschafft. Oh, Jung hat es daneben und Kraus auf der Linie und abgepfiffen vom Schiedsrichter Christoph. Junghans unfair attackiert, daher der Abpfiff. Neil. Breitner, Kraus, Württemberger, Kaufmann. Gemacht von Rummenigge. Drei Münchner. Schuss. Clement. Augenthaler wieder mal mit vorne. Abseits. Ja, wäre Augenthaler da allein gegangen, wäre vielleicht alles klar gewesen. Aber der Ball springt ihm ein bisschen weit weg. Breitner ist näher dran, aber im Abseits. Aus dieser Position nicht zu erkennen, aber zweifellos richtig. Alan Kennedy. Highway. Acht Minuten noch, 0:0 der Spielstand. Acht Minuten müssen die Münchner noch aushalten. Natürlich müssen sie dann den FC Liverpool in München erst einmal schlagen, aber die Ausgangsposition ist hervorragend. Und vor 10 Jahren übrigens klappte das auch, falls Sie sich erinnern, mit einem 3:1 in München gegen Liverpool. Dorglish. Lee. Schön gemacht. Gute Aktion von Ian Rush. Ball schön angenommen, schnell gedreht, geschossen. Aber dennoch in der zweiten Halbzeit sind die echten Torszenen auf beiden Seiten Mangelware geblieben. Das Sicherheitsbedürfnis oder die Unfähigkeit der Angreifer überwog. Lee. Alan Kennedy. Hansen. Neil. Minuten. Rummenigge, allein auf weiter Flur. Hoeneß läuft jetzt mit.
Hausmann, Dürnberger. Wieder zu eng. Und Doglich. Nein. Oh nein, Herr Doglich. Da hat er wirklich mit einem glänzenden Sprung versucht, einen Elfmeter zu schinden. Aber darauf ist Herr Christoph nun wirklich nicht reingefallen. Das war auch zu deutlich. Highway. Neil. Ach, genauso wenig. Eindeutig der Ball gespielt. Und Hoeneß. Ja, lässt sich nicht abschütteln und holt einen Freistoß heraus. Tate. Ja, sehr schön abgewehrt. Aber noch einmal Liverpool. Augenthaler und Kraus, Befreiungsschlag. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr, wird jede Sekunde abpfeifen. Ich muss noch einmal sagen, es war sicherlich kein großes Spiel, aber ein Spiel voller Spannung und Dramatik mit einer bravourösen Leistung der Bayern-Abwehr bis in diese letzte Sekunde hinein. Da war faul gepfiffen an Junghans. Und ich glaube, man kann es jetzt sagen, Bayern holt zum zweiten Mal nach 1971 hier an der gefürchteten Anfield Road ein 0:0 und hat damit wirklich beste Chancen, das Rückspiel zu gewinnen. Dieses 0:0 wird von den Münchnern entsprechend bejubelt, basierend auf einer hervorragenden Abwehrleistung mit guten Konterchancen in der ersten Halbzeit. Für mein Gefühl ein durchaus verdientes Resultat und die ganz große Hürde auf dem Weg ins Finale scheint mir damit genommen zu sein. Mit diesen letzten Bildern aus Liverpool von der Anfield Road zurück nach Deutschland. Based on the first corner, 2:56.